eine Bombe. Gemeldeter Ort ist Murray Hill. Die Dämonen könnten das Gebäude hochjagen. Das Bombenkommando wird wissen, was zu tun ist. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück in einer neuen Aufnahmesession von Marvel Spider-Man. Wir erinnern uns, wir haben den Anzug gewechselt. Wir sind ziemlich schwarz unterwegs momentan. Und ja, ich würde sagen, wir nutzen den Einstieg für ein kleines Verbrechen, das wir gleich Spider-Man, Gott sei Dank. Terminieren werden. Wir haben Bomben überall im Gebäude gelegt, aber wir kommen nicht ran. Zeigen Sie mir den Weg, Officer. Ich schaff das. Wir haben das Hauptgerät gefunden. Deaktiviere es, dann spuckt es einen Schlüssel aus. Damit kannst du die Nebengeräte finden und deaktivieren. Okay. Halten Sie Ihre Männer raus. Ich melde mich dann. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir beim letzten Mal diese Mission dezent verkackt hatten. Was aber nicht schlimm ist. Ich laufe hier mal kurz, um mir einen Überblick zu verschaffen, die Wand hoch. Weil hier vorne ist besagte Bombe. Und wir werden uns jetzt hier die Netzbombe mal wieder zum Vorteil nutzen. Geh die Fahrt. Hey, kriegt das Ding Podcasts rein? Zwei haben wir schon ausgeschaltet. Den einen haben wir. Dämonen besiegt. Auf zur Bombe. Okay, diesmal lief es besser. Die anderen kleben hier. Der eine klebt sogar noch hier fest. Die Auslöser sind in Serie geschaltet. Okay. Das geht ja schon gut los. Ich mach jetzt einfach minus 1. Wir müssen auf plus 2 kommen, wenn ich das richtig sehe. Das dahin. Das dahin. Dann können wir das hier einsetzen. Auf plus 2. Was haben wir? Dann plus 5. Dann 2 hier. Ich setze erstmal ein. Der Weg wäre also fertig. Plus 1. Wir sind auf. Dann machen wir einfach den weg und setzen den ein. Das war nicht so schlau. Das funktioniert auch nicht. Plus 5. Geschafft. Jetzt hab den Schlüssel. Oh nein, die Notsicherung. Die Timer der anderen Bomben laufen. Ich muss schnell sein. Na, einfach gegen die Wand laufen. Die hatten wir. Hey, 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 Freund, ganz ruhig. Die Schützen müssen weg. Sonst sind die Cops in Gefahr. Runter mit dir. Hey. Glaubst du, spinnst du weg? Der wäre damit weg. Oh, wir haben sogar beide Zusatzmissionen hinbekommen. Also ich helfe gerne, Officer. Toi, toi, toi. Wir werden auf jeden Fall heute wieder mit der Hauptstory ein bisschen weitermachen. Wir haben das letzte Mal alles Rucksäcke gesammelt, die ganzen Katzenrätsel gemacht und. Wir werden auch ein paar Nebenmissionen machen. Weil ich weiß, haben wir auch alle Wahrzeichen. Ich check mal kurz die Map. Moment. Karte. Wir haben wirklich sämtliche Wahrzeichen eingesammelt. Wir können auch die Baustellen machen, die Nebenmissionen.
Nebenmission, hier ist die Hauptmission. Wir werden jetzt gleich mal die Hauptmission weitermachen. Dann können wir auch noch ein paar Baustellen abgrasen. Da haben wir auch noch nicht alle. Aber wir gehen erstmal zur Hauptmission. Wir müssen ja immer noch rausfinden, was mit Mr. Lee passiert ist, der plötzlich anscheinend mit den bösen Dämonen, die hier jetzt mittlerweile in der Stadt unterwegs sind, zu tun hat. Noch. Ich bin immer noch gespannt, was die Story so alles mit sich bringt. Weil wir haben ja noch nicht viel gesehen. Wir haben bis jetzt, glaube ich, nur Schocker und Fist zu Gesicht bekommen. Und wenn ich das so richtig mal gesehen habe, da kam ja irgendwann unten rechts ein kleines Bild im. Auf Höhe der Minimap. Da sah man dann, glaube ich, sogar noch Rhino, der ja ordentlich was auf dem Kasten hat, was Stärke betrifft. Ach, ich könnte es stundenlang machen. MJ hat richtig vermutet. Hier wimmelt's von Dämonen. Ich muss die Typen ausschalten, dann sehe ich mich um. Also sind wir mit dem schwarzen Anzug ziemlich gut unterwegs. Jetzt schaue ich allerdings nochmal kurz im Menü. Ups, das war das Falsche. Wir haben keine Fertigkeitenpunkte, ne? Nee, haben wir nicht. Schade. Er wäre eine sichere Nummer. Nicht mehr. Da haben wir wahrscheinlich den Moment jetzt verpasst. Jetzt können wir nochmal kurz warten. Jetzt wäre er sicher. Das war Schwachsinn. Ich glaube, ich habe es gerade versaut, oder? Nö, die haben nichts gemerkt. Auch nicht schlecht. Da dachte ich für einen kurzen Augenblick. Jetzt ist es rum. Okay, die haben es jetzt mitbekommen. Schade. Oh, Achtung, der Decke kommt. Lief nicht so wie geplant, aber sag ich doch. Hallo? Hochsicherheitsschloss. Das ist was für Banken und nicht für Recyclinghöfe. Da ist was dran. Vielleicht finde ich heraus, woher der Strom kommt. Von da drüben. Vielleicht kann ich den Stromkreis überbrücken. Brauche meine elektrischen Netze. Die waren hier. Gut, das hat geklappt. Aber der Stromkreis braucht ein bisschen mehr Saft. Heißt? Ach, da sind noch mehr. Ich muss einen Anschlusskasten finden. Aha. Nee. Da. Nummer 1. Der Kreislauf scheint stabil zu sein. Vielleicht ist ein anderer Anschlusskasten in der Nummer Nähe. 2. Oh, das wollte ich nicht. Fast geschafft. Noch ein Kasten. Den hätten wir hier.
Hab ihn. Wenigstens ist die Fokusleiste voll. Das ist auch immer nicht schlecht. Was ist das? Ich weiß aber gar nicht, ob die wieder abbaut. Baut die wieder ab? Oben links, die zwei Balken? Nö, ne? Okay. Warum jetzt lang? Okay, wir sind drin. Oh Mann. Waffen aus Fisks Waffenlager. Da liegt ein Plan. LKW. Clusterbomben. Das ist verrückt. Da eine Karte von Manhattan. Das muss ihr Angriffsziel sein. Moment. Das sind Osborns Wahlkampfbüros. Okay, anscheinend haben sie ein Problem mit Norman Osborn. Jede Menge Hightech-Ausrüstung. Vielleicht kann ich das Zeug recyceln und Waffen daraus bauen. So eine Spinnbombe? Sprengstoff von Fisks Baustelle. Das war kein Bandenkrieg. Die Dämonen haben Fisk beklaut, um Bürgermeister Osborn zu erledigen. Hey, hast du liegen gefunden? Nein, aber du hattest recht. Die benutzt das Gelände als Versteck für die Dämonen. Bombenherstellung, Waffenschieberei. Oh mein Gott. Und sie scheinen einen weiteren Angriff zu planen. Diesmal auf Osborns Wahlkampfbüros. Sie muss ein Hühnchen mit Osborn zu rupfen haben. Ich habe eine Adresse gefunden. Ist sicher ihr Sammelpunkt. Wenn ich mich beeile, kann ich sie vielleicht aufhalten. Sei vorsichtig. Ja, wir sind vorsichtig. Juri, ich bin's. Mach schnell. Hab gerade Stress mit meinem Boss. Martin Lee und die Dämonen planen einen weiteren Angriff. Dieses Mal auf Osborns Wahlkampfbüros. Sicher? Es gab viele falsche Hinweise letzte Woche. Vertrau mir. Ich schicke dir die Adresse vom Recyclinghof. Da findest du alle Beweise. Okay. Ich lasse die Wahlkampfbüros evakuieren. Aber wenn das falscher Alarm war, hilfst du mir, einen neuen Job zu finden. Na, so schlimm wird's schon nicht werden. Wir begeben uns da gleich weiter hin. Wir lassen jetzt mal die ganze Nebenmission erstmal liegen. Wir machen ein bisschen Hauptstory weiter. Ist auch nicht verkehrt. Allerdings könnte es mal aufhören zu regnen. Es ist jetzt viel zu lange regnerisch gewesen, finde ich. Wir nehmen weiter Fahrt auf. Da wären wir schon. Consolidated Shipping. Das sind viele. Ich sollte leise vorgehen. Das hat Stil. Okay, diesmal gehen wir wirklich leise vor. Ich versuche mein Bestes. Öffne die Geräteseite. Ach, wir haben jetzt schon... Stolpern. Ich kann die Sachen aus dem Recyclinghof verwerten. Wir bauen mal die Stolpermine. Damit können wir natürlich auch sehr leicht die Gegner ausschalten. Und uns fehlen Herausforderungsmarken. Schade. Ich frage mich nur immer, wo wir die herbekommen. Ich liebe es, böse Jungs mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Okay, da oben links. L2. R1. Und das, meine Freunde, ist die Gerechtigkeit des Karmas. Damit zwar eine verschwindet, aber ist nicht so schlimm. Okay, wir gucken uns erstmal um. Die Scharfschützen da hinten interessieren uns erstmal, denke ich, recht wenig. Ist er sicher? Da ist niemand mehr. Er wäre eine Gefahr.
Wir haben jetzt davon natürlich nichts mehr. Das ist jetzt doof. Wir gucken uns oben mal um. Ja, so viel zum Thema leise. Ich habe mich versprungen, meine Damen und Herren. Aber wir können vielleicht was dagegen tun. Ihr wisst ja, wie es ist. Wenn wir uns lange genug im Schatten bewegen. Die sehen mich nicht mehr. Da ist schon vorbei. Ach guck, jetzt hat's funktioniert. War das Ding doch nicht für umsonst. Nicht schlecht. Okay, wir haben uns wieder gesehen. Haha, gar nicht so einfach. Aber wenn wir hier bleiben... Theoretisch. Oh. Okay, Moment. Wir probieren was. Puh, endlich aus der Sicht. Jetzt merken sie erstmal nichts mehr. Der ist weg. Und wir haben eine neue Stolpermine. Der wäre damit auch Geschichte. So, haben wir jetzt noch einen Scharfschützen? Nicht. Okay, Moment. Der will nicht. Ja, Gesundheit. Der wäre hiermit auch weg. Wie viel haben wir noch? 5. Dann machen wir das so. Die zwei werden schwieriger, aber ich kann es damit probieren. Moment. Die zwei stehen mit dem Rücken. Den hätten wir damit auch. Und den auch. Gut, dann fehlen nur noch die beiden. Der ist sicher. Das kriegt er gar nicht mit. Und er hier? So. Hat mich überrascht, was? Thema erledigt. Alle weg. Lee ist nicht hier draußen. Ich sehe besser drinnen nach. Dann gehen wir mal nach innen. Was haben wir denn da? Aber weit kommen wir nicht. Hier ist wieder die Karte.
Sie haben überall in der Stadt Basen. Okay, wir haben praktisch wieder sozusagen mehr Aufgaben. Was könnte ich hier finden? Level-Ups, würde ich sagen. Rechnung von einer Autowerkstatt. Pale Horse Rides. Ein teures Tuning. Das ist größer, als ich dachte. Die Dämonen haben eine ganze Armee. Oh oh. Oh, der Peitschenpaule. Warte mal, ich hab eine Überraschung für dich. Als ob eine glühende Peitsche nicht genug wäre. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das auf jeden Fall nicht. Wir haben zwar alle Drohnen verklopft. Wow! Freunde! Hey MJ, ich glaube, ich habe den Angriff der Dämonen auf Osborns Wahlkampfbüros vereitelt. Nein, aber ich habe einen Hinweis auf einen Ort. Pale Horse Rides. Das kommt mir bekannt vor. Ich überprüfe es und melde mich. Her mit der Maske. Schau. Sag mal hier. Die Typen machen keine halben Sachen. Okay. Funktioniert so nicht, aber wir haben wieder Drohnen. Die Drohnen hauen rein. Ist zwar nicht wirklich rühmlich. Kommt jetzt noch einer? Oha. Da ist noch einer. Das ist aber nicht. Das sind. Mal was Neues. Sind das Bull? Das ist die Cops. Nein, der gehört mir. Okay. Oha. Ich erledige dieses Acht. Hey! So geht das aber nicht in der Stadt. Code SM1. Wow, wow. Bevor wir anfangen, wer seid ihr Typen? Code SM1. Code SM1. Warte auf Befehl. Verstanden. Code SM1. Habe Sie Kontakt. Warte auf Silverbird. Hä? Ist es jetzt wieder eine Oma? Was denn jetzt? Guter Auftritt. Solide 8 von 10. Ganz toll. 9 von 10. Loslassen. Er gehört zu uns. Okay, Sondereinheit. Yuri, eine Erklärung, bitte? Das ist Silva Sablinova, Chefin von Sable International, einer privaten Schutztruppe. Bezahlt von Bürgermeister Osborn. Redet die auch? Oh, der Bürgermeister hat eine Privatarmee? Kommst du mir nochmal in die Quere? Oha. Bin ich nicht mehr so nett. Geh. Und hast du probiert. Damit wären auch die Russen bedient. Das ist jetzt nicht negativ zu werden, bitte. Ich hätte es dir eher sagen sollen, aber es ging alles so schnell. Schon gut. Wir sind weiter beste Freunde. Wir sind nicht beste Freunde. Das war jetzt eine kalte Dusche.
Sable genießt das Vertrauen des Bürgermeisters und uneingeschränkte Autorität. Wir haben die Adresse überprüft und jede Menge Beweise für einen Bombenanschlag gefunden, aber nichts weist auf Martin Lee hin. Ich arbeite dran. Okay, wir arbeiten dran. Wir hätten jetzt wieder... Hey, MJ. Hey, ich habe Unterlagen über Martin Lees andere Geschäfte ausgegraben. Er nutzt überall in der Stadt Gebäude. Die Standorte sind auch auf der Karte, die ich aus der Reederei habe. Ich überprüfe das. Sag Bescheid, was du findest. Ich werde versuchen, daraus schlau zu werden. Alles klar. Ich bin auf dem Weg zu Lees Büro im Feast, um herauszufinden, warum er das alles macht und was er als nächstes plant. Okay. Sag May schöne Grüße. Halt, sie ist doch nicht in Gefahr, oder? Nein. Lee hat nur ein einziges Ziel. Norman Osborn. Gut, anscheinend ist das eine größere Geschichte. Was hätte man da vorne für einen roten Bereich? Moment, ich gucke gerade auf die Map. Das ist so ein Dämonenversteck, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Noch ein verpasster Anruf von Doc. Peter, ich wollte fragen, ob Sie noch verfügbar sind. Ich kann Sie noch nicht bezahlen, aber ich habe ein paar Beziehungen spielen lassen, die uns weiterhelfen. Ich weiß, wenn wir weitermachen, wird die neue Version des Projekts Investitionen anziehen. Sehr sicher? Der damit auch? Ciao. Die Typen drin sollen sich nicht ausgeschlossen fühlen. Ach, hier kommen wir rein. Dann mal los.